Im Deutschen Reich war Preußen die zweitgrößte Macht nach Österreich. Die Habsburger in Wien trugen den Kaisertitel. Ende 1740 starb der Kaiser, Österreich war geschwächt. Diese Lage wollte Friedrich ausnutzen. Die österreichische Provinz Schlesien lag näher an Berlin als an Wien, meinte der preußische König und befahl seiner Armee anzugreifen. Am 16. Dezember 1740 fallen 20.000 preußische Soldaten in Schlesien ein. An ihrer Spitze der König persönlich. Das ist ein Narr, der Mensch ist verrückt, schimpft der König von Frankreich. Er verdient politisch exkommuniziert zu werden, heißt es in London. Die Welt ist entsetzt. Die Österreicher können keinen Widerstand leisten. Sie verstecken Spione in den Bergen, die jeden Schritt des Königs beobachten. Im Februar 1741 unternimmt Friedrich einen Erkundungsritt. Da schleichen sich durch die Wälder österreichische Husaren heran. Knapp entgeht der König einem Überfall bei Baumgarten. Zwei Monate später, Österreich hat ein Heer in Stellung gebracht. Bei Mollwitz kommt es zur Schlacht. Es liegt hoher Schnee, die Preußen sind schlecht postiert, die österreichische Kavallerie greift an, alle preußischen Reiter fliehen. Schon gibt Friedrich die Schlacht verloren und bringt sich in Sicherheit. Da übernimmt Feldmarschall von Schwerin das Kommando. Die Stunde der preußischen Infanterie ist gekommen. Beeindruckt notiert ein österreichischer Offizier, ich kann wohl sagen, mein Lebtage nicht Schöneres gesehen zu haben. Die Preußen marschierten mit der größten Kontenance und so schnurgleich, als wenn es auf dem Paradeplatz wäre. Ihr Feuer ging als ein stetiges Donnerwetter. Unsere Armee ließ den Mut völlig sinken. Die Bilanz des Tages, 10.000 Tote und Verwundete. Wir haben den Feind geschlagen, rühmt sich Friedrich. Aber jeder weint. Zehn Monate später schreibt Friedrich voller Stolz an einen Freund, meine Husaren sind noch 4 Meilen von Wien entfernt. In dieser Zeit wurden in Wien die letzten glanzvollen Bauten errichtet. Die Karlskirche war von Philosophen und Historikern erdacht, ein Denkmal habsburgischer Größe. Alle Formen europäischer Architektur sind miteinander verbunden. Ein christlicher Engel vor dem römischen Tempel, den eine Säule des Herkules überragt, ein Sinnbild der alten Vereinigung Österreichs und Spaniens. Der ganze Bau, eine Verherrlichung des Kaisers als Herrscher über alle Nationen. Wien war international. Prinz Eugen, ein Italiener. Die Paläste gehörten Adligen aus Ungarn, Russland, Slowenien, Kroatien, Böhmen und Polen. Die Habsburger beherrschten einen Vielvölkerstaat. 1683 waren die Türken besiegt worden, damit taten sich im Osten unermessliche Weiten auf. 1687 eroberte eine kaiserliche Armee unter Prinz Eugen das Königreich Ungarn. Es wurde zum Teil neu besiedelt. Die Herrschaft über Siebenbürgen bestätigte 1699 der Frieden von Karlowitz. 1714 fielen die spanischen Niederlande sowie die Herzogtümer Mailand und Mantua an die Habsburger. Seine größte Ausdehnung hatte dieser Vielvölkerstaat 1735 erreicht. Die Habsburger Monarchie musste wohl oder übel den unterworfenen Völkern eine gewisse Selbstständigkeit gewähren, auch in militärischen Fragen. Als Friedrich II. Österreich angriff, hatte die Regierung in Wien alle Mühe, aus ihren verstreuten Ländern Truppen auszuheben. Die Not war groß, als Kaiser Karl VI. Starb. Er hatte als Erbin seine Tochter Maria Theresia eingesetzt. Die europäischen Mächte anerkannten zunächst diese weibliche Erbfolge. Aber nach dem ersten Sieg des Königs von Preußen glaubten sie, die unerfahrene Maria Theresia könne Österreich nicht retten. Es sei günstiger, ihre Herrschaft anzufechten, Österreich weiter zu schwächen, um irgendwann die Beute aufzuteilen. Maria Theresias böhmische Königskrone war nichts mehr wert, denn Prag, die Hauptstadt Böhmens, war schon in den Händen der Franzosen und der Bayern. Österreichs Untergang schien eine Frage der Zeit. Doch alle unterschätzten diese Frau. Wien, Hofreitschule, am 2. Januar 1743. Maria Theresia gibt ein Karussell. In der Loge Mutter Elisabeth Christine,
und Gemahl Franz Stephan. Damen in Muschelwägelchen legen allerlei Geschicklichkeitsproben ab. Die Wagenquadrille gewinnt Gräfin Kolonitsch. Im Reiterwettbewerb siegt Maria Theresia persönlich. Wien im Festrausch. Der Jubel ist groß, denn Maria Theresia hat einen Waffenstillstand mit Preußen erreicht. Ihre Soldaten haben Bayern und Franzosen aus Prag herausgeworfen und Böhmen befreit. Wien ist gesichert. Aber 1744 greifen die Preußen wieder an. Sie wollen Schlesien endgültig gewinnen. Die Bevölkerung versteckt Kühe und Schweine in den Wäldern. Unter den Soldaten bricht Hunger aus. Sie wissen nicht, wofür sie leiden müssen. Tausende desertieren. Ich spiele ein hohes Spiel, schreibt Friedrich. Wenn alle Umstände sich gegen mich erklären, dann lieber mit Ehren untergehen, als Ruhm und Ansehen verlieren. Friedrich fiebert dem Tag des großen Schlages gegen Maria Theresia entgegen. Am 4. Juni 1745 setzt er bei Hohenfriedberg alles auf eine Karte und gewinnt. In dieser Schlacht verlieren die verbündeten Österreicher und Sachsen 14.000 Mann, Preußen 5.000. Der Krieg um Schlesien aber geht weiter. Maria Theresia fasst den Plan, gemeinsam mit den Sachsen direkt auf Berlin vorzustoßen. Friedrich erkennt die Gefahr. Nun sind Eilmärsche und schnelle Operationen nötig. Sein Feldmarschall aber, gewohnt sonntags zu pausieren, kommt nicht voran. »Ich kann nicht leugnen, dass ich gar übel zufrieden bin«, schreibt er ihm. »Sie gehen so langsam, als wenn Sie sich vorgenommen hätten, mich aus meiner Avantage zu setzen. Rate Ihnen als ein guter Freund, meine Orders punktueller zu exekutieren. Sonst sehe mir gezwungen, zu Extremitäten zu schreiten. Mein Feldmarschall ist der Einzige, der meine deutlichen Befehle nicht verstehen kann oder verstehen will. Ich kann es nicht begreifen.« Und bin in dem großen Missvergnügen, dann sie bringen mir um Ehr und Reputation, Friedrich. 1745 musste Österreich endgültig auf Schlesien verzichten. Preußen vergrößerte sein Staatsgebiet und wurde die zweite Großmacht in der Mitte Europas. Von nun an bestimmten das Misstrauen und die Konkurrenz zwischen diesen beiden Ländern die Politik in Deutschland. Der König von Preußen kehrte heim als ein wahrer Held. Es lebe Friedrich der Große, rief Berlin ihm zu. Doch Friedrich wusste am besten, welches Glück er gehabt hatte. Als Stätte der Besinnung und der Ruhe ließ er auf einem Weinberg bei Potsdam ein Schlösschen errichten. Er nannte es Sans Souci, ohne Sorgen. Sind wir armen Menschen dazu da, Pläne zu schmieden, die so viel Blut kosten? Künftig greife ich keine Katze mehr an, außer um mich zu verteidigen. Die wahre Größe liegt doch sehr viel mehr darin, für das Glück meiner Untertanen zu sorgen. Sanssouci konnte nicht beheizt werden. Deshalb bewohnte der König das Potsdamer Stadtschloss und später das neue Palais. Er warf sich in die Arbeit. Friedrich wollte die Wirtschaft stärken und die Staatseinnahmen erhöhen, um die Schlagkraft seiner Armee zu erhalten. Frühmorgens zwischen 3 und 4 Uhr beim Ankleiden schon die ersten Befehle. Die Berliner sollen keine holsteinische Butter kaufen, sondern preußische. Dann bleibt das Geld im Land. Importwein muss hoch besteuert werden, damit die Leute mehr preußisches Bier trinken. Vormittags Audienz. Es erscheint David Splittgerber. Friedrich nennt ihn auch Spitzbube Gerber, aber nur heimlich. Der Mann besitzt die Spandau-Potsdamer Waffenfabrik. Jedes preußische Gewehr kauft Friedrich bei Splittgerber, dazu Bomben, Kugeln und Granaten. Der König befiehlt ihm, Zuckersiedereien anzulegen. Preußen wäre dann von Importen unabhängig. Er wisse, das Risiko sei groß, aber Splittgerber würde ein Monopol erhalten. Auch solle er schlesisches Leinen in Portugal verkaufen. Aus Spanien möge er Schafböcke mitbringen, deren Qualität sei vorzüglich. Man könne sie züchten und die einheimische Wollindustrie verbessern. Splittgerber, wie alle von königlicher Gunst abhängig, verbeugt sich und gehorcht. Vor dem Abendessen ein Spaziergang unter den Kolonnaden von Sanssouci. Friedrichs Begleiter ist ein hochberühmter Mann, eine Sehenswürdigkeit. In Paris werden die Menschen später in trunkener Verehrung seine Pferde küssen. Voltaire,
Der größte Name der Literatur, ein Riese des Geistes. Seine Schriften füllen eine Bibliothek. Voltaire hatte einen scharfen Verstand. Seine Worte waren einfach, klar und überzeugend. Er schrieb Romane, Theaterstücke und Artikel. Sein Kampf galt jeder Form von Willkür, Bosheit und Parteilichkeit. Voltaire besaß Land mit 1200 Untertanen. Seine Bauern lebten besser als die Bauern in Preußen, denn Voltaire hasste Leibeigenschaft und Unterdrückung. Auch Friedrich sah das Elend auf den Gutshöfen Preußens. Aber eine allgemeine Bauernbefreiung war hier gegen den Adel unmöglich. Friedrich brauchte seine Junker als treue Offiziere. 1756 musste er wieder Krieg führen. Maria Theresia wollte Schlesien zurückgewinnen. Um ihrem Angriff zuvorzukommen, überfiel Friedrich mit seinen Soldaten das neutrale Sachsen. Er suchte eine günstige Verteidigungsstellung gegen Österreich. Es begann der Siebenjährige Krieg. Inzwischen hatte Maria Theresia mächtige Verbündete gewonnen: Russland, Frankreich und Schweden. Schon marschierten von allen Seiten feindliche Truppen auf Preußen zu. Deshalb wollte Friedrich eine schnelle Entscheidungsschlacht gegen Österreich erzwingen. Er griff Böhmen an. Bei Kolin kämpften 34.000 Preußen gegen 54.000 Österreicher. Im Kanonenfeuer der österreichischen Artillerie brach der preußische Angriff zusammen. Friedrich der Große erlitt seine erste Niederlage. Von nun an musste Preußen den Krieg führen gegen eine mehr als doppelt so starke Übermacht. Der Siebenjährige Krieg kostete über 250.000 Soldaten das Leben. In der Offiziersausbildung konfrontierte man junge Kadetten mit grauenhaften Bildern vom Elend auf den Schlachtfeldern. Die Männer lernten alle Schrecken des Krieges rechtzeitig kennen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Wenn sie dann wirklich zum ersten Mal mit ihrer Abteilung ohne Deckung den Kugeln des Feindes entgegenmarschierten, wenn die ersten Reihen umfielen und Verwundete vor Schmerzen aufschrien, dann überwanden sie das Entsetzen und kämpften weiter, an nichts anderes denkend als an den Sieg. 1759 bei Kunersdorf. 50.000 Preußen gegen 70.000 Russen und Österreicher. Friedrich macht einen Fehler in der Lagebeurteilung. Die Preußen werden vernichtet. Der Weg des Feindes nach Berlin ist frei. Aus dem Feldlager schreibt Friedrich an Minister Finkenstein in Berlin: Unser Verlust ist sehr bedeutend. In diesem Augenblick flieht alles und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. Man wird in Berlin gut tun, an seine Sicherheit zu denken. Die Folgen der Schlacht werden schlimmer sein als die Schlacht selbst. Ich habe keine Hilfsquellen mehr und glaube, alles ist verloren. Ich werde den Untergang meines Vaterlandes nicht überleben. Adieu für immer, Friedrich. Doch es geschah ein Wunder. 4 Jahre später, 1763, mussten die feindlichen Mächte Friedrich einen Vertrag gewähren, den auf preußischer Seite Graf Herzberg und später der König selbst unterzeichneten. Preußen durfte alle Gebiete behalten, auch Schlesien. Ein Zufall hatte Preußen gerettet. In Russland war Zarin Elisabeth gestorben, ihr Nachfolger Peter III. Verehrte den preußischen König und schied aus dem Bündnis gegen ihn aus. So war die Allianz zerbrochen. Friedrich aber wurde in Deutschland wieder einmal als Held gefeiert. Er regierte von nun an immer auf Posten. Niemand wagte ihn anzugreifen. Sein Vernunftstaat war unberechenbar und gefährlich. Friedrich starb 1786. In Berlin herrschte Totenstille, aber niemand trauerte, denn das Volk hatte seinen König nicht lieben gelernt. Volkstümlichkeit war dem Philosophen immer zuwider gewesen. 2 Geistliche verkündeten von der Kanzel herab, er ist zum Teufel gefahren. Sie wurden nicht bestraft. Kein Staat war so tolerant wie das Preußen Friedrichs des Großen. Wien im Jahre 1780. Maria Theresia ist gestorben. Ihr Sohn kommt an die Macht. Josef II. Ist ein Revolutionär. Er hasst den ungeheuren Luxus am Hof.
Da verköstigen sich faule Beamte auf Staatskosten. Da werden Unsummen allein für Kleidung verschwendet. Die Reichen schlürfen Austern und knabbern Trüffel, während in Böhmen die Menschen verhungern. Seine eigene Mutter, Maria Theresia, hatte den Staat fast ruiniert. Wer sollte die Schulden bezahlen? Jeden Tag warten hochadlige Schmeichler und Intriganten auf. Sie wollen für ihr Nichtstun noch belohnt werden. Man isst von goldenen Tellern. Maria Theresia hatte ihren Enkeln brillanten besetztes Spielzeug geschenkt. Josefs Schwester Marie Antoinette, ein kokettes Persönchen, hingegeben grenzenlosem Amüsement. Josef verachtet die Fürstenklique Europas, die sich Huren hält und Anständigkeit heuchelt. Das Familienbild Maria Theresias, eine einzige Lüge. In Wahrheit misstraute jeder dem anderen. Hatte das Volk nicht recht, als es den Sarg seiner Kaiserin mit Schmutz bewarf? Josef tritt an, die alte Gesellschaft wegzuräumen. Vernunft und Einsicht sollen das Leben seiner Untertanen bestimmen, von der Geburt bis zum Tod. Diese Glocke rettet Menschenleben. Sie ist eine Folge der Reformen Josefs im Bestattungswesen. Die Wissenschaft hatte bewiesen, dass ein wie tot aussehender Mensch doch lebendig sein konnte. Die Totengräber erhielten Anweisung zum Gebrauch des neuen Rettungsweckers. Um die Hand des aufgebahrten Leichnams wurde ein Seil geknotet, das über einen Mechanismus mit dem Rettungswecker beim Totengräber verbunden war. Die kleinste Bewegung löste Alarm auf. Der Kaiser liebte die Wissenschaft, wenn sie sich praktisch anwenden ließ. 1784 verbot Josef die Bestattung in Särgen. Er befahl, die Leichname in Säcke einzunähen und ohne weiteren Aufwand zu begraben. Das war vernünftig, denn die Angehörigen sollten ihr Geld nicht mehr für verfaulende Särge ausgeben. Die Toten wurden in einen besonderen Schrein gelegt, man hob diesen Holzkasten über das Grabloch, öffnete eine Bodenluke und der Verstorbene plumpste hinab. Der Schrein stand bereit für den nächsten. Die Wiener waren entsetzt und traurig. Endlich hatten sie einen modernen Kaiser, der die Not der Armen lindern wollte. Und nun dies. Ein Mann, der die heiligsten Gefühle seiner Untertanen verletzte, der über Frömmelei und tief verwurzeltes Brauchtum lachte. Josef verbot seinen Wienern, die Friedhöfe der Innenstadt zu benutzen. Von den verwesenden Leichen würden Seuchen ausgehen. Nun mussten die Angehörigen weite Wege gehen, um ihre Toten auf dem neuen St. Marx-Friedhof zu betrauern. Sie durften keine Lämpchen auf den Gräbern abstellen, wie es seit Menschengedenken üblich war. Es war verboten, Heiligenbilder zu berühren, Andachttafeln aufzustellen, Reliquien zu küssen, Krippenspiele zu Weihnachten, untersagt. Der Kaiser nahm den einfachen Leuten alles weg, was ihrem Dasein Sinn und Freude gab. Sie sollten vom Aberglauben lassen und vernünftige Christen werden. Außer Gott gab es keine Macht, der Josef Rechenschaft schuldete. Er nannte sich erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, König in Germanien, Ungarn und Böhmen, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund und Lothringen und so weiter. Josef wollte die Privilegien der einzelnen Nationen beseitigen und sie alle unter eine Krone zwingen. Sein Traum war ein mächtiger österreichischer Einheitsstaat mit ihm als Kaiser an der Spitze. In der Schatzkammer seiner Hofburg lagen die mittelalterlichen Reichsinsignien sicher verwahrt. Sie hatten ihre alte Bedeutung lange verloren. Aber für Josef waren sie Symbole für die Pflicht eines Herrschers, Gerechtigkeit durchzusetzen. Dieser Kaiser gab allen leibeigenen Bauern Freiheit. Sie durften heiraten, wen sie wollten, reisen, wohin es ihnen gefiel. Die unbezahlte Fronarbeit auf einem Gutshof wurde abgeschafft. Josef verbot den Bauern, sich tief vor den Adligen zu verbeugen und ihnen die Hände zu küssen.
Er zerstörte alles, was die feudale Ordnung am Leben erhielt, und griff sogar den Besitz der Kirche an. Aus Klöstern machte er Schulen und Fabriken. Mönche wurden Staatsbeamte. Neue Gemeinden entstanden unter weltlicher Aufsicht. Der Papst protestierte, aber Josef ging seinen Weg. Er unterwarf die Kirche dem Staat. Josef starb 1790. Er wurde in der Wiener Kapuzinergruft bestattet. Josefs Gebeine liegen vor dem prächtigen Barocksarkophag seiner Eltern in einem schlichten Kupferbehälter. Josef wollte den vernünftigen Staat erzwingen und schuf doch nur ein Gewirr von täglich neuen Gesetzen. Das Volk litt an den hastigen Entscheidungen dieses Kaisers. Als er starb, fühlten sich die Menschen von einer Last befreit. Am Ende war die Revolution von oben gescheitert. Karlsbad in Böhmen am 3. September 1786. Niemand bemerkt seine Abreise, nicht einmal die engen Freunde. In aller Frühe stiehlt er sich fort, um nicht erkannt und belästigt zu werden. Sein Name ist jedem geläufig: Johann Wolfgang von Goethe. Goethe ist 38 Jahre alt. Das Leben ist ihm unerträglich geworden. 11 Jahre Beamtendasein mit seinen Nichtigkeiten, 11 Jahre dumpfer Enge am Weimarer Hof. Seine schöpferische Kraft ist wie gelähmt. Im Eiltempo geht es nach Regensburg, von da aus ohne Nachtruhe weiter Richtung Italien. Seine Sehnsucht gilt Rom, der Urheimat aller Kultur. Am 29. Oktober 1786 rollt seine Kutsche in die ewige Stadt. Wie wohl mir's ist! Alle Träume meiner Jugend sehe ich nun lebendig. An diesen Ort knüpft sich die ganze Geschichte der Welt an. Gewiss, man muss sich seinen eigenen Sinn machen, Rom zu sehen. Alles ist nur Trümmer. Und doch, wer diese Trümmer nicht gesehen hat, kann sich von Größe keinen Begriff machen. Wenn man so eine Existenz ansieht, die 2000 Jahre und darüber alt ist, so vom Grund auf verändert, und doch noch derselbe Boden, ja oft dieselbe Säule und im Folge noch die Spuren des alten Charakters, so wird man ein Mitgenosse der großen Ratschlüsse des Schicksals. Goethe lebt 2 Jahre lang in Italien. Durch die Campania reist er an den Pontinischen Sümpfen vorbei, über die Via Appia Antiqua nach Neapel und weiter nach Sizilien. Am Wegesrand, im Winter, saftige Orangen, nie gesehene Blumen und Sträucher. Er hört die Gesänge des Homer und riecht die Gärten des Alkinoos. Jeder Tag ist ein Erlebnis. Goethe hat seinen Lebensmut wiedergewonnen. 1788 kehrt er heim nach Deutschland. Er wohnt in Weimar. Im Wiesental der Ilm liegt sein Grundstück. Ein Ort der Ruhe mit Rasenbänken, Malvengewächsen und Weinstöcken. Dieses Land und das Gartenhäuschen sind ein Geschenk des Weimarer Herzogs, der Goethe wieder freundlich in Hof- und Staatsdienste aufnimmt. Sachsen-Weimar ist ein unbedeutendes Ländchen neben 300 anderen Staaten im Deutschen Reich. Goethe führt die Aufsicht über Wissenschaft und Kunst. Er fördert die Anstellung Friedrich Schillers zum Professor für Geschichte. In Weimar werden Dichter und Denker weniger von der Obrigkeit gemaßregelt als woanders. Man trifft sich bei Hof oder im Goetheschen Hause. Die Schriftsteller Wieland, Knebel und Herder, der Verleger Bertuch, der Kritiker Merck und viele andere. Goethe ist Mittelpunkt. Man streitet über Schillers neue Freiheitsdramen. Deutschland soll eine Republik werden, lässt Schiller einen Bühnenhelden ins begeisterte Publikum rufen. Aber solches Pathos ist Goethe verdächtig. Die Fürsten abschaffen? Das klingt nach Anarchie. Während man in Weimar über Freiheit diskutiert, machen die Bürger von Paris Revolution. Diese Männer gehen nicht auseinander, bis Frankreich eine Verfassung hat. Das Volk will endlich sein Recht.
Am 14. Juli 1789 stürmt eine wütende Menge zur Bastille, der uralten Zwingburg, mitten in Paris. Man erzählt sich seit langem fantastische Geschichten über diesen berüchtigten Kerker. Tausende unschuldiger Menschen würden dort von den Schergen des Königs gefoltert. Vorne richtet der Kanonier Georget sein Geschütz. Hinter der Burg steht der Weinhändler Cholat an der Kanone. Die Bürger haben die Bastille umstellt. Das Volk wirft sich den Kugeln entgegen und bricht jeden Widerstand. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. König Ludwig XVI. War zu dieser Zeit auf der Jagd. Nichts geschossen, schrieb er in sein Tagebuch. Der Herzog von Liancourt meldete ihm alles. Aber mein Gott, das ist ja eine Revolte. Nein, Sire, das ist die Revolution. Die Marktfrauen von Paris marschieren mit Stöcken und Küchenmessern zum Schloss Versailles und dringen in die Gemächer des Königs. Das Volk zwingt ihn, in Paris zu wohnen, dort, wo die Armen verhungern, weil es kein Brot mehr gibt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die alte Welt wird umgestoßen, der Adel abgeschafft. Der Ruf nach Menschenwürde und Gerechtigkeit macht an Grenzen nicht Halt. Goethe lebt in wilder Ehe mit einem Bürgermädchen. Durch seine Dienstwohnung tapst ein Sohn. Der Minister bittet seine Mutter in Frankfurt um eine Spielzeug-Guillotine als Weihnachtsgeschenk für Klein August. Solche infame Mordmaschine, schreibt sie zurück. Nein, da wird nichts draus. Wollte Goethe seinen Spross Püppchen köpfen lassen? Blutvergießen und Chaosherrschaft waren ihm ein Greuel. Revolutionen hielt er für überflüssig. Eine gerechte Ordnung entsteht, wenn sich jeder einzelne Bürger zum Besseren wandelt. Diese Wandlung erlebt man im Theater. Man leidet mit den Bühnenhelden und teilt ihre Freude. Belehrung, Läuterung und Ansporn zum wohltätigen Handeln. Darin sahen die Klassiker um Goethe den Sinn ihrer Dramen. Weimar war ein Musterland bürgerlicher Reformen. In vielen anderen deutschen Staaten herrschte Unterdrückung. Die Machthaber fühlten sich von den Freiheitskämpfern der französischen Nation bedroht und führten Krieg. Aber die Armeen der Revolution des Volkes kämpften sich vor. 1792 nahmen sie Mainz. Widerstand gab es nicht. Der Erzbischof und Kurfürst von Mainz war aus seinem Schloss geflohen. Adel und Geistliche folgten. Eine vorläufige Regierung wurde eingerichtet. Im kurfürstlichen Palast schlossen sich deutsche Professoren, Handwerker und Kaufleute in einem revolutionären Club zusammen. Er nannte sich Freunde der Freiheit und Gleichheit. Den Vorsitz führte Georg Forster, ein Forscher, den auch Goethe schätzte. Die Klubisten erklärten dem Volk die Demokratie. Ein Parlament sei zu wählen. 4.600 Mainzer waren wahlberechtigt. Nur 372 Bürger gaben ihre Stimme ab. Das Volk misstraute der Besatzungsmacht. Alle Bekanntmachungen waren in Deutsch und Französisch abgefasst. Da konnte man lesen, überall in Deutschland würde die Revolution ausbrechen. Die Gemüter der Preußen, hieß es, sind aufs Äußerste gespannt. Ein Stoß und Preußen ist Republik. Die Peterskirche erhielt einen neuen Namen. Sie hieß nun Tempel der Vernunft. Einen Umsturz löste diese Revolution in Deutschland nicht aus. Preußische Truppen eroberten Mainz zurück. Paris, 1793. Weißgewandet betritt Ludwig XVI., König von Frankreich, die Treppe zum Schafott. Die Revolution schlägt um in Anarchie und Terror. Robespierre errichtet eine Herrschaft des Schreckens. Berlin, 1795. Der alte Fritz war seit 9 Jahren tot. Sein Nachfolger hieß Friedrich Wilhelm II. Dieser König verschwendete seinen Reichtum. Das Volk mochte ihn trotzdem. Es nannte ihn zärtlich den Dicken. Der Dicke baute Schlösschen, immer neue. Er liebte Champagner und die Frauen. Nachts gab er sich geheimnisvollen Kulten hin und beschwor Geister. Die Revolution schien ihm weit weg in einer anderen Welt stattzufinden. Was sollte in Preußen schon geschehen? Es war größer denn je. Man hatte Frieden und wartete, bis sich der Spuk der Revolution von selbst auflösen würde.
Mit einer Lebedame zog sich der König auf die Pfaueninsel zurück, während seine Minister die Zensur verschärften und die religiöse Toleranz beseitigten. Neben seinem Schloss ließ Friedrich Wilhelm II. Ein seltsam versponnenes Bauwerk errichten, eine künstliche Ruine wie von einer alten Kirche. Er träumte sich ins Mittelalter und fantasierte vom einfachen, natürlichen Leben. Dekorateure bemalten die Innenwände mit Spitztürmchen und Gewölben. Der König liebte die Illusion. Zur selben Zeit liefen in Berlin Gesandtenberichte aus Süddeutschland ein. Sie schilderten, was man im Volk von Revolution hielt. In Nürnberg sei viel Gärung, schrieb der Provinzialminister Hardenberg an das preußische Auswärtige Departement. Zum Beweis legte er seinem Schreiben Spielkarten bei, die in Nürnberger Gaststätten beliebt waren. Es handelte sich um Blätter ohne König und Königin. Die Majestäten waren ersetzt durch Spielmänner, Handwerker, Frauen und Kaufleute. Kündigte sich im Volk eine Revolution an? Hardenbergs Besorgnisse blieben unbegründet. In Deutschland war die Zeit nicht reif für einen Umsturz. Deutschland war in hunderte von Herrschaftsgebieten zersplittert. Man hoffte auf friedliche Reformen. Die Berliner Bildungsbürger dachten keinen Augenblick daran, ihre Königsfamilie umzubringen. Denn die Monarchie sicherte ihre Position. Sie lebten vom Staat und dienten ihm als Beamte, Gelehrte, Ratgeber. Es gab sogar einen Ort in Berlin, an dem Standes- und Rangunterschiede keine Bedeutung hatten, wo man frei diskutieren konnte. Das waren die jüdischen Salons. Henriette Herz, Rahel Levin, Dorothea Mendelssohn, berühmte jüdische Frauen, öffneten ihre privaten Wohnzimmer jedem, der etwas Interessantes zu sagen hatte. Auf dem Sofa sitzt vielleicht Jean-Paul, der Sohn eines verarmten Schulmeisters. Neben ihm Graf von Dohna. Zur Linken könnte der Fürst von Ligne Platz genommen haben. Ein Adliger, aus Frankreich geflohen. Ihm gegenüber in knallgelben Kniehosen ein junger, rebellischer Intellektueller, Friedrich Schlegel. Er ist für die freie Liebe und kritisiert Goethe. Da kommt ein Neuer herein, niemand kennt ihn. Was machen Sie, junger Mann? Fragt die Gastgeberin. Nichts, ich lasse das Leben auf mich regnen. Ach, die Damen verlieben sich sofort. Träume und Intelligenzen, arme Schlucker und Fürsten, Juden, Christen, Atheisten, hier kommen sie zusammen. Die Damen lassen die Herren beim Mühlespiel gewinnen. Man plaudert und schließt Freundschaft. Beisammensein ist wichtig. Karl von Finkenstein, alter preußischer Adel, verlobt sich mit einer Jüdin. Unglaublich. Das heitere Leben endete 1806, denn über Deutschland brach herein Napoleon, der General der Revolution, der neue Kaiser der Franzosen. Napoleon gewann über 60 Schlachten. Wertvoller, schrieb er, sei sein Gesetzbuch. Es wurde in weiten Teilen Deutschlands eingeführt und blieb etwa in Baden bis 1900 gültig. Das Buch enthält die Errungenschaften der Revolution, die persönliche Freiheit, die Freiheit des Eigentums, der Arbeit, des Gewissens und die Gleichheit aller vor dem Gesetz. 27. Oktober 1806, Einzug Napoleons in Berlin, unter den Linden. Die Bürger bestaunen den Weltenbezwinger. Vive l'Empereur, rufen seine Soldaten ihm zu. Und mancher Berliner stimmt in den Jubel mit ein. Man weiß noch nicht, dass Napoleon 120 Millionen Franc Kriegsentschädigung von Preußen fordern wird. Eine unbezahlbare Summe. Mit dem Ausplündern beginnen die Franzosen gleich in Berlin. Auf dem Brandenburger Tor steht die Quadriga, ein römischer Triumphwagen, von der Siegesgöttin gelenkt. Plötzlich war sie weg. Napoleon hatte befohlen, sie nach Paris zu schaffen und seiner Sammlung europäischer Kunstwerke hinzuzufügen. Alles Beutestücke, die Paris den Glanz einer Hauptstadt Europas geben sollten. In Berlin hieß der Kaiser nun der Pferdedieb. Aber er handelte im Prinzip nicht anders als vor 1000 Jahren der allseits bewunderte Karl der Große.
Und wie Karl veränderte Napoleon die Mitte Europas. Im Deutschen Reich besaßen seit alter Zeit die Männer der Kirche in ihren Fürstentümern weltliche Macht. Im Westen verschwanden die ersten dieser geistlichen Gebiete, als Frankreich sich bis an den Rhein ausbreitete. Auch weltliche Fürsten wurden links des Rheines enteignet. Wer hier Land verloren habe, meinte Napoleon, könne sich an den verbliebenen geistlichen Fürstentümern schadlos halten oder an den zahllosen Reichsstädten und Reichsrittern. So geschah es. Am Ende einer großen Flurbereinigung in Deutschland waren hunderte kleiner Territorien eingeschmolzen in 30 größere Herrschaften. Napoleon zertrümmerte das alte heilige römische Reich deutscher Nation. 1806 schloss er 16 Staaten zum Rheinbund zusammen. Er machte sie von Frankreich abhängig, denn sein Ziel war ein vereinigtes Europa unter französischer Herrschaft. In der Petrikirche Hamburg beteten die Gläubigen vor einem wunderschönen barocken Altar. Die französischen Soldaten machten aus dem Gotteshaus einen Pferdestall. Sich selbst quartierten sie in den Bürgerhäusern ein. Napoleon presste die Stadt finanziell bis zum Äußersten aus. Den Handel mit England, seinem Todfeind, hatte er verboten. Viele Firmen machten deshalb Konkurs. Arbeitslosigkeit brach aus. Man begann, die Franzosen zu hassen. Die Augustinerkirche in München. Stapelplatz für Fässer und Säcke. Um 1800 war halb Bayern Eigentum der Kirche. Napoleon aber brach die Macht der feudalen Gewalten. Der Klosterreichtum floss in weltliche Hände. Schule und Wissenschaft, bis dahin Aufgabe der Kirche, wurden Sache des Staates. Wenn nur die Unterdrückung nicht gewesen wäre. Napoleon befreite das deutsche Volk von Adelswillkür und Kirchenherrschaft und beutete es gleichzeitig aus. Überall französische Soldaten, Plünderungen, Gewalt, Hochmut. »Was haben die Gefühle der Bauern mit Politik zu tun?«, fragte Napoleon und erhöhte die Steuern. Er wusste, einen allgemeinen Aufstand gegen die Knechtschaft würde es nicht geben. Die Not der bayerischen Bauern interessierte in Hessen niemanden. Es fehlte den Deutschen ein Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit. Man musste sich auf die Kräfte des eigenen Volkes besinnen. Es begann die Suche nach deutscher Wesensart, nach Identität. Die Brüder Grimm schrieben Märchen auf. Wer gegen Napoleon war und patriotisch empfand, schaute auf Preußen. Denn wenn dieser Staat überleben wollte, musste er handeln. Preußen hatte die Hälfte seines Gebietes verloren. Das Militär hatte sich blamiert, der Staat war bankrott. Hohe Beamte in Berlin, wie Stein und Hardenberg, sahen die Wurzel der preußischen Schwäche in den immer noch mittelalterlichen Verhältnissen auf dem Lande. Der Adlige regierte wie ein König. Er bestimmte über die Menschen. Dorfbauern beackerten sein Land, die Töchter der Bauern wurden seine Mägde, die Söhne seine Knechte. Zum Heiraten brauchte man die Erlaubnis des Gutsherrn. Wer nicht gehorchte, bekam die Kantschu zu spüren, die Riemenpeitsche. Mancher Junge mistete den Stall aus, auch wenn er für Landwirtschaft begabter war als der Gutsherr. Männer mit Talent zum Heerführer putzten Adligen die Schuhe. Welch eine Verschwendung von Kräften des Volkes. Es begannen Reformen. Das Leistungsprinzip sollte Preußen wieder aufhelfen. Die Bauern wurden frei und erhielten eigenes Land. Aber dafür mussten sie zahlen. Viele gerieten in finanzielle Abhängigkeit. Statt auf einem eigenen Hof lebten sie bald in Landarbeiterhäusern, die zum Gut gehörten. Nur größeren Bauern gelang es, die neue Freiheit zu nutzen. Die Reformen waren unvollkommen. Dennoch weckten sie Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Große Pläne auch im Militärischen. Jeder Mann sollte schießen lernen, um für sein Haus, seine Familie und sein Vaterland zu kämpfen. Noch sprach man heimlich von einer Volksarmee. Napoleon hatte das preußische Heer auf 42.000 Soldaten begrenzt. Aber die Preußen waren vorbereitet, als Napoleon seine schwerste Niederlage erlitt. Im Sommer 1812 marschierten eine 500.000 Mann, das größte Heer der Welt, in Russland ein. An der Spitze Napoleon.
Hinter ihm 240.000 Franzosen, dazu gezwungenermaßen Italiener, Polen, Spanier und über 100.000 Deutsche. Im September erreichte Napoleon Moskau. Von seiner Grande Armee kam nur ein Fünftel an. Der Rest war unterwegs an Hunger, Krankheit oder Verwundung gestorben. Die Russen hatten ihre Hauptstadt in Brand gesetzt und sich zurückgezogen. 5 Wochen wartete Napoleon im Kreml auf die russische Kapitulation. Vergeblich. Dann musste er umkehren. Der Winter stand bevor. Es gab keinen Nachschub. Auf dem Rückzug durch ein Land ohne Lebensmittel starben weitere Zehntausende. Von 60.000 Bayern und Westfalen sahen nur 2.000 die Heimat wieder. Napoleon war geschlagen, aber nicht gebrochen. Noch besetzten französische Soldaten die Mitte Europas. Die Regierungen in Preußen und Österreich zögerten, sich offen gegen Napoleon zu erheben. Aber im Volk waren viele zum Handeln entschlossen. Handwerker verließen ihre Städte, Bauern und Knechte ihre Felder, um sich zum Befreiungskampf zu melden und den Tyrannen zu stürzen. Im Korps Lützow dienten Freiwillige aus mehreren deutschen Staaten. Sie waren auf das Vaterland vereidigt. Unter ihnen Theodor Körner, ein Dichter. Er rief zu einem Kreuzzug für ein freiheitliches Deutschland auf. Aus der schwarzen Uniform mit roten Vorstößen und goldfarbenen Knöpfen gingen später die deutschen Nationalfarben hervor. Bald stand die öffentliche Meinung unüberhörbar auf Krieg. Die Regierungen von Preußen, Russland und Österreich schlossen sich an. Bei Leipzig zwangen die Verbündeten Napoleon zum Entscheidungskampf. Sie verfügten über 250.000 Mann, Napoleon führte 160.000 ins Feld. Die Völkerschlacht begann am 16. Oktober 1813. Napoleons Soldaten wurden von 3 Seiten unter Feuer genommen. Sie hatten keine Aussicht auf einen Sieg gegen die feindliche Übermacht. Der französische Kaiser bat vergeblich um einen Waffenstillstand. Am 19. Oktober war die Schlacht entschieden. Napoleon gelang ein geordneter Rückzug nach Frankreich. Er rettete seine Hauptarmee. Aber die Macht über Deutschland hatte er verloren. In seinem Quartier nahm der Kaiser Friedensvorschläge entgegen. Österreich wollte Frankreich als Gegengewicht zu Russland erhalten. Ähnlich dachten die Preußen. Napoleon aber hielt die Friedensbedingungen für demütigend. Er lehnte ab. Die Preußen und ihre Verbündeten überschritten den Rhein nach Westen Richtung Paris. Sie waren vielfach überlegen und führten einen grauenhaften Rachefeldzug. In einer Kampfpause schrieb Leutnant Alberti: »Dieser furchtbare Krieg lässt bei Gott gar keine Beschreibung zu. Und alles Ausmalen des Schrecklichen, was auf Erden vorgeht, ist unfähig, die ganze Größe seines Elends zu umfassen.« Am 30. März 1814 erstürmten die Preußen unter General Blücher den Montmartre in Paris. Wenige Tage später wurde Napoleon gestürzt. Das Wort Revolution erschreckte die herrschenden Kreise. Es erinnerte an Frankreich 1789. Revolution, das war Unrecht, Blut, Anarchie. Und das war Napoleon. In Wien, im Schloss Schönbrunn, hatte Napoleon residiert. Er hatte das Machtgefüge in Europa erschüttert. 1814 war Napoleon besiegt. Auf dem Wiener Kongress erschienen die Fürsten und Herren Europas, dem Kontinent eine Friedensordnung zu geben. Am 30. September 1814 betrat der Abgesandte des geschlagenen Frankreich die Staatskanzlei am Ballhausplatz. Talleyrand setzte sich zwischen Castlereagh und Metternich. Die Sieger nahmen Frankreich wieder auf in den Kreis der großen Mächte. Zum Verhandeln zog man sich in Kabinette und Salons zurück. Monate vergingen mit Einzelbesprechungen. Ein Gleichgewicht aller Kräfte sollte Krieg in Zukunft unmöglich machen. 200 Staaten und Herrschaften schickten ihre Vertreter nach Wien. Auf Diners, Konzerten und Bällen feierte die europäische Aristokratie ihren Sieg über die Revolution. Tanzpausen nutzte man zum Plaudern, oft mit politischen Absichten. Man suchte Verbündete.
Jeder verfolgte seine Interessen. Intrigen wurden gesponnen. Mancher Diplomat suchte Liebschaften, um politische Geheimnisse aufzuspüren. Im Wiener Redoutensaal bereiteten sich die Entscheidungen vor, die im Ergebnis Europa eine lange Friedenszeit sicherten. Zu den Gewinnern gehörte der Hausherr des Kongresses, Kaiser Franz. Sein Wort hatte Gewicht, denn Österreich garantierte die Balance zwischen Ost und West. Zar Alexander von Russland sicherte sich den Löwenanteil an Polen. Der preußische König war nicht zufrieden, er wollte ganz Sachsen, bekam aber nur die Hälfte. Vom Gleichgewicht in Europa profitierte England, das seine Weltmachtstellung festigte. Von links tritt ein der Herzog von Wellington. Er hat Napoleon bei Waterloo besiegt und vertritt die Interessen Englands. Gastgeber Metternich weist ihn mit der Hand zum Konferenztisch. Wer ist dort der Wichtigste? Der Mann am Ende des Tisches, ein Franzose. Gelassen blickt Talleyrand zur Seite. Er wird den Engländer begrüßen, wenn es ihm passend erscheint. Ein französischer Maler entwarf dieses Bild. Tatsächlich war Frankreich, der Verlierer des Krieges, ein Sieger im Frieden. Es blieb die fünfte große Macht in Europa. Der Wiener Kongress erklärte die herrschenden Eliten und Dynastien für unantastbar. An der Spitze die Monarchen als Garanten von Recht und Ordnung. Sie sollten freiheitliche und nationale Bewegungen niederhalten, die unberechenbar schienen und die Stabilität gefährdeten. Auch Deutschland erhielt eine konservative Ordnung, den Deutschen Bund. Die souveränen Fürsten und freien Städte schlossen sich zu einem lockeren Bündnis zusammen. Sie wollten ihre staatliche Unabhängigkeit erhalten. Keine Rede auch von Regierungsbeteiligung des Volkes, von Grund- oder Menschenrechten. Im Artikel 13 hieß es, in allen Bundesstaaten wird eine Verfassung stattfinden. Aber welche? Und wann? Die Grenzen des Deutschen Bundes. Als stärkste Macht Österreich mit großen Gebieten außerhalb des Bundes. Ähnlich wie Preußen, das gespalten war. Diese Spaltung zu überwinden war das Ziel preußischer Politik. Hinzu traten Klein- und Mittelstaaten, eigenständig und eigensinnig in Politik, Wirtschaft und Militär. 18. Oktober 1817. 500 Studenten und Professoren strömen in den Thüringer Wald zur Wartburg. Sie wollen gemeinsam beten, essen und gehörig trinken, ein Fest feiern, wie es noch keines gegeben hat. Der Anlass sind zwei Gedenktage, die das Herz eines jeden Patrioten höher schlagen lassen. Luthers Reformation und die siegreiche Schlacht bei Leipzig gegen Napoleon. Zu Fuß kommen sie, von überall, sogar aus Kiel. In Prozessionsordnung geht's hinauf, die deutsche Einheit zu demonstrieren. Festredner wüten gegen den Wiener Kongress, der nur auf die Erhaltung des Bestehenden bedacht war. Aber warum hat man gegen Napoleon gekämpft, wenn nicht für ein neues Vaterland? Der Nationalstaat muss her, die Rede, die Pressefreiheit, nieder mit allem Undeutschen. Abends werden jüdische Bücher verbrannt. Die Studenten organisierten sich. Ein Schwert und eine Fahne waren Zeichen der Jenaer Burschenschaft. Beim Zug auf die Wartburg symbolisierten sie den Kampf um Einheit und Freiheit. Bald musste man sie verstecken. Die Obrigkeit fürchtete revolutionäre Umtriebe und begann, Maßnahmen zu ergreifen. Der preußische König schrieb nach dem Wartburgfest an Minister Hardenberg, eine in meinem Namen kräftig abgefasste, öffentlich bekannt zu machende höchste Missbilligung der revolutionären Gesinnung scheint mir die nächste sich darbietende Maßregel zu sein. Zwei Jahre später, 1819, wurde nicht mehr missbilligt, sondern überwacht, verhaftet und verboten. Den Anlass zum harten Vorgehen bot ein Theologiestudent, Karl Ludwig Sand, 23 Jahre, Kriegsfreiwilliger, Wartburg-Teilnehmer. Er gehörte dem Bund der Unbedingten an, der zu Aktionen aufrief. Jedes Mittel sei recht, die deutsche Einheit voranzutreiben. In Mannheim stach Sand dem Lustspieldichter Kotzebue ein Messer in die Brust. Dieser Verräter verderbe unser Volk, begründete der Mörder seine Tat. Er kämpfe für die Sache der Nation, die Sache Gottes. Sand ging ins Gefängnis als Märtyrer seiner politischen Überzeugung.
1820 wurde er hingerichtet. Die Menge weinte. Gesinnungsfreunde verbreiteten Illustrationen vom letzten Gang ihres Helden, Bilder, die unverzüglich beschlagnahmt und in Staatsarchiven gesichert wurden, wo sie noch heute liegen. Die Unterdrückung begann, steigerte sich in den 30er Jahren. Das Schwarze Buch verzeichnete die Namen aller inhaftierten oder gesuchten Demagogen im Deutschen Bund. Darunter befanden sich wirkliche Revolutionäre wie der Dichter Georg Büchner. Die meisten Verfolgten waren in den 20er Jahren harmlose Liberale und Demokraten. Aber gerade auf die bürgerliche Intelligenz zielten die neuen Sondergesetze. Es war der österreichische Staatsmann Metternich, der sie in einem zweifelhaften Verfahren in Deutschland durchgesetzt hatte. Universitäten wurden überwacht, kritische Professoren und Lehrer entfernt, Studentenverbindungen aufgelöst, liberale Zeitungen und Bücher verboten. Nicht alle Staaten, Österreich aber und vor allem Preußen, wandten die Gesetze scharf an. Die Gefängnisse füllten sich. Nach 1820 starb das aufkeimende politische Leben des Bürgertums ab. Ludwig war Kulturpatriot. Keiner von denen, die Deutschlands Einheit forderten und immer auch Freiheit meinten, denn das klang nach Revolution. Die Bayern sollten nicht zweifelhaften Demokraten nacheifern, sondern Dichtern und Denkern. Sie sollten ins Museum gehen und sich bilden. Ludwig gab München einen Zug ins Griechische. Der Geist der Antike wehte über Straßen und Plätze. Im 18. Jahrhundert wurde das Nibelungenlied entdeckt, eine Heldendichtung aus dem Mittelalter. Man überreichte sie damals Friedrich dem Großen. »Keinen Schuss Pulver wert«, meinte der Preußenkönig, »werde dergleichen elendes Zeug aus meiner Bibliothek herauswerfen.« Anders der König von Bayern. Er ließ seine Residenz in München mit Szenen aus der Nibelungensage ausstatten. In Ludwigs Zeit galt dieses Lied als große nationale Literatur. Eine Dichtung voll sinnlicher Kraft, höchster Gesinnungen und edelster Gestalten. Hier war beschrieben, wonach die Patrioten gesucht hatten. Das deutsche Wesen, die Seele der Nation. Wissenschaftler stürzten sich auf die Texte, Maler griffen zum Pinsel, Buchhändler verkauften Feldausgaben für Soldaten. Endlich besaßen die Deutschen ihre eigene Mythologie. Im Bücherschrank stand das Nibelungenlied gleich neben der Bibel. Geschichte gab den Menschen einen Halt, den die Gegenwart nicht bieten konnte. Überall Spannungen und widersprüchliche Meinungen, auch in Bayern. Ludwig ließ im fränkischen Gaibach eine Säule errichten zum Gedenken an die bayerische Verfassung, eine der ersten in Deutschland. Die Bürger glaubten, nun dürften sie mitregieren. Ludwig widersprach. Dieser Streit um die Verfassung fand kein Ende. Der König ahnte nicht, dass das Volk ihn eines Tages verjagen würde. Braunschweig, 1830. Die Menge stürmt das Schloss. Über Jahre ist der Hass auf ihren Herzog gewachsen. In einer Nacht entlädt sich die Wut. Endlich erhält auch das Herzogtum Braunschweig eine Verfassung. Aber wie die bayerische erweckt sie nur den Anschein von Liberalität. 1832 laden Geschäftsleute in der Pfalz zu einem Volksfest auf die Schlossruine Hambach. Man wolle über nationale Fragen diskutieren. Zeitungen verbreiten den Aufruf, aber die Behörden verbieten die Versammlung. Protest erhebt sich. Wieder berichten die Zeitungen. Man nimmt das Verbot zurück. Zum Hambacher Fest, nun populär geworden, strömen Zehntausende. Der liberale Abresch schwenkt eine Fahne mit der Aufschrift »Deutschlands Wiedergeburt«. 300 Handwerker schmettern das Lied »Hinauf, Patrioten, zum Schloss«, das ein Journalist mit ihnen rechtzeitig eingeübt hat. Im Takt marschieren Kaufleute, Ärzte, Pfarrer, auch kleine Leute. Franzosen und Polen berichten über Revolutionen in ihren Ländern. Wohin man schaut, die Völker kämpfen um Freiheit. Und die Deutschen? Ohne Beseitigung der Fürstenthrone gibt es kein Heil für das Vaterland, ruft ein Redner aus. Die Menge applaudiert. Aber wie organisiert man Revolutionen in 30 deutschen Staaten gleichzeitig? Mittagspause, das Essen kostet Wucherpreise. Ein Platzregen dämpft das Pathos der Revolution.
Nach dem Fest wurden Redner wie Siebenpfeifer angeklagt. Das Urteil? Freispruch, denn unter den Geschworenen gab es Gleichgesinnt. Genau wie bei Johann Wirth. Beide Wortführer erhielten dennoch zweijährige Haftstrafen wegen Beamtenbeleidigung. Die Obrigkeit fühlte sich bedroht, nicht nur in Bayern, wo das Hambacher Fest stattgefunden hatte. Spitzelberichte alarmierten die preußische Regierung. Aufruhr in Frankfurt. Die Fürsten reagierten mit Gewalt und setzten sich durch. Aber sie hatten nur scheinbar gesiegt. Denn es wuchs eine Macht heran, die man nicht einsperren konnte. Sie war unsichtbar. Die Macht der Information. Jeder zweite Deutsche konnte lesen. Und es wurden immer mehr. Mit der Schnelldruckpresse stiegen die Auflagen. In den Tageszeitungen las man Nachrichten aus der Heimatstadt. Kritische Artikel waren natürlich verboten, aber die Zensur hatte Lücken. In Fachzeitschriften für Literatur und Wissenschaft wurde manches offene Wort geführt. Wer sich Bücher und Zeitungen nicht leisten konnte, lieh sie in Bibliotheken aus oder ging ins Café. Zeitungen und Bücher brachten die große Welt in den Alltag der kleinen Leute. Die Leser hatten Anteil an den öffentlichen Dingen, an den großen Fragen des Staates und der Politik. Reine Informationen unterlagen nicht der Zensur. In der Augsburger Allgemeinen Zeitung liest man über einen Massenaufstand in Schlesien. Es war im Juni 1844 in den Ortschaften Langenbielau und Peterswaldau. Wer hier wohnt, arbeitet als Weber. Der Lohn eines Einzelnen reicht nicht aus. Frau und Kinder, auch die Jüngsten, arbeiten mit. Glücklich, wer eine Ziege besitzt. Ihre Milch ist wertvoll, zumal die Preise für Nahrungsmittel steigen. Die Weber leben am Rande des Elends, wie die meisten Menschen auf dem Land. Seit 1800 steigt die Bevölkerungszahl dramatisch. Aber der Bedarf an Arbeitskräften steigt nicht. Viele Menschen müssen hungern. In einigen Städten verdient jeder dritte Einwohner zu wenig, um sich durchzubringen. Armut ist zum ersten Mal in Deutschland ein Massenphänomen. Im Juni 1844 beginnen die Weber in Schlesien, ihre Hunde zu kochen und aufzuessen. Die Ziegen sind längst geschlachtet. Sie haben kein Geld mehr, denn von heute auf morgen gibt man ihnen nur noch 40% des bisherigen Lohnes. Das bedeutet den Hungertod. Die Weber sind Heimarbeiter. Firmen wie Dierich und Zwanziger liefern ihnen Baumwolle ins Haus, aus der sie Tuche weben. Diese Arbeit wird schlecht bezahlt, aber andere gibt es nicht. Die Lohnkürzung auf 40% stürzt Tausende in Verzweiflung. Sie bitten den König um Hilfe. Sie versuchen, schneller zu weben. Alles vergeblich. Die Öffentlichkeit ist entsetzt über diese Not. Heinrich Heine dichtet sein Weberlied. Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winterskälte und Hungersnöten. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben. Wir weben. In England produzierte eine einzige Baumwollfabrik ebenso viel Garn wie in Deutschland 200.000 Arbeiter am Spinnrad. Eine Kattun-Druckmaschine konnte in einer Stunde so viel Stoff bedrucken wie 200 Weber in Handarbeit. Die englische Textilindustrie war fabrikmäßig organisiert mit mechanischen Webstühlen. England produzierte hochwertige Stoffe zu viel geringeren Kosten als Deutschland. Mit diesen guten und preiswerten Erzeugnissen konnten deutsche Firmen, die sich nicht rechtzeitig auf neue Methoden umgestellt hatten, nicht konkurrieren. Sie gerieten in eine Absatzkrise und senkten deswegen die Arbeitslöhne. Hunderttausende Weber in Deutschland waren betroffen, die Schlesischen besonders hart. Am 4. Juni 1844 verlassen die Weber aus Langenbielau und Peterswaldau ihre Webstühle. Sie sammeln sich vor den Häusern ihrer Firmenherren und erbitten mehr Lohn. Spott schlägt ihnen entgegen. Darauf stürmen sie die Wohngebäude und zertrümmern das Mobiliar, die Spiegelfenster und Porzellane.
Militär rückt an und feuert in die Menge. Es gibt Tote und Verwundete. 150 Aufständische werden verhaftet. Die Ruhe ist wiederhergestellt. Im selben Jahr 1844 schreibt Ferdinand Lassalle an seinen Vater: Merkt ihr was? Hört ihr's gewittern am Horizont? Fürchtet euch nicht, es wird diesmal vorübergehen und noch einmal vorübergehen. Aber dann wird's einschlagen. 4 Jahre später bricht in Frankreich eine Revolution aus. Im März 1848 schlägt es auch in Deutschland. Einige Wochen lang besaß das Volk die Macht. Alle deutschen Staaten erhielten liberale Regierungen. Die Fürsten waren wie gelähmt und gaben nach. Man ließ sie auf ihren Thronen sitzen. Der zweite Akt der Revolution fand in Frankfurt am Main statt. 600 gewählte Abgeordnete des Volkes zogen in die Paulskirche ein. Die erste deutsche Nationalversammlung. Sie wollte den ersehnten Nationalstaat gründen, eine gerechte Verfassung ausarbeiten und die Freiheit festigen. Alles gleichzeitig und alles friedlich. Parteien bildeten sich, die Linke, die Rechte, die Mitte. Man gab sich demokratische Spielregeln. Aber die Zeit verrann und die Probleme wuchsen. Blutige Aufstände von Unterschichten, Kriegsdrohungen des Auslandes, Nationalitätenkonflikte im Osten. Das Parlament debattierte monatelang. Unsere Abgeordneten kommen mit der Revolution nicht voran, klagte das Volk und wandte sich ab. Die Fürsten und das Militär hatten Zeit, sich neu zu formieren. Sie beseitigten die liberalen Regierungen mit Gewalt und setzten der Revolution ein Ende. Die Parlamentarier mussten die Paulskirche räumen. Sie hatten keine Soldaten. Am Heiligen Abend 1848 lagen lustige Geschenke auf den Gabentischen, Figuren zum Ausschneiden. Es waren die Prominenten der Paulskirche. Die Kämpfer für Einheit und Freiheit. Nun hingen sie in den Stuben und man ließ sie als Hampelmänner zappeln. Spott und Enttäuschung lagen eng beisammen. War die Neuordnung Deutschlands auf friedlichem Wege nicht möglich? Jahre später löste Bismarck das Problem auf andere Weise. Mit Eisen und Blut. Aachen? Juni 1849. Morgens um 7 balanciert Alfred Riedel auf einem Gerüst im Kaisersaal des Rathauses. Er müht sich, die Wände mit Bildern aus dem Leben Karls des Großen zu bemalen. Kraftvoll sollen sie wirken, wie die Schöpfungen des Mittelalters. Deswegen lässt Riedel sich auf eine uralte Maltechnik ein, das Fresko. Aber nichts gelingt. Er ist verzweifelt. Dabei waren seine Entwürfe mit Ölfarben auf Leinwand hervorragend. Vollendet in Form und Farbe erhebt ein dunkelhäutiger Araber seine Lanze gegen Karl, den Frankenkaiser, der in dieser Sekunde zum tödlichen Streich ausholt. Der Kampf zwischen Europa und Asien ist Riedel prächtig geraten. Eindrucksvoll auch der Sturz der Irminsul und die Kaiserkrönung. Aber Ölmalerei ist technisch leicht, Fresko kompliziert. Wasserlösliche Farben müssen auf einer feuchten Wand aufgetragen werden. Das Farbpulver muss in einen besonderen Kleister gebunden werden. Dessen Zusammensetzung allerdings kennt Riedel nicht. Er versucht es mit Eigelb und Essig. Bald überzieht eine Schicht graugrün wie Schimmel den Anstrich. Riedel probiert Knoblauchsaft und Fischblasenschleim. Nun werden die Bilder flau und blass. Endlich findet er eine Mischung, aber beim Trocknen hellen die Farben auf. Er pinselt über, der neue Belag wirft Blasen und platzt ab. Ich kann nicht mehr, schreibt Riedel. Und malt doch weiter. Otto III. Vor dem Leichnam Karls. Riedel verherrlicht die großen Deutschen. Ihr Charakter sei Vorbild, ihre Politik Verpflichtung. Möge das alte Kaiserreich in neuer Form wiedererstehen. Riedel sprach seinen Zeitgenossen aus der Seele. Zur selben Zeit, Ende Juni 1849, herrscht im Großherzogtum Baden Bürgerkrieg. Deutsche schießen auf Deutsche. Die letzten Schüsse der Revolution von 1848 fallen in Rastatt.
Freiheitlich gesinnte Bürger und Soldaten haben sich in der Festung verschanzt. Sie verteidigen ihre Badische Republik, einen Staat mit Verfassung und Freiheitsrechten. Rastatt ist von bayerischen, württembergischen und vor allem preußischen Truppen eingeschlossen, die die letzte Flamme der Revolution austreten wollen. Als die Preußen beginnen, Granaten auf die Bürgerhäuser in Rastatt zu schießen, flüchten die Menschen in Schutzräume unterhalb der Festung. Tausende verbringen hier die Nächte. Kinder werden geboren, Greise und Kranke sterben, die Nahrungsmittel werden knapper. Der preußische Belagerungsgürtel zieht sich immer enger zusammen. Ohne Hoffnung erwarten die Eingeschlossenen das bittere Ende. Wochenlang stemmen sich die badischen Freischärler gegen den Feind, aber sie gehen unter. Und mit ihnen stirbt in Deutschland jede Hoffnung auf Freiheit von fürstlicher Willkür. Preußen kämpft nicht für sich, verlautbart der preußische Kommandeur, sondern für Deutschlands Einheit, für seine wahre Freiheit. Mütter in Rastatt sangen in stiller Verzweiflung ein trauriges Wiegenlied. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preis. Wir alle müssen stille sein, als wie dein Vater unterm Stein. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. In einer Serie von willkürlichen Verhaftungen und Erschießungen stellen die Sieger Ruhe und Ordnung her. In der Festung Rastatt werden 51 Aufständische exekutiert. Ein Rebell namens Karl Schurz hat Glück. Er entdeckt einen Abwasserkanal und kriecht unter den Festungswerken hindurch ins Freie. Karl Schurz floh nach Amerika in der Hoffnung auf Freiheit und Wohlstand. Einer von einer Million Auswanderern, die in diesen Jahren Deutschland den Rücken kehrten. Schurz brachte es bis zum Innenminister der USA. Wer zu Hause blieb, musste sich ducken. Liberale und Demokraten verkrochen sich. Deutschland blieb in 34 Staaten zerteilt. Die Könige und Fürsten festigten ihre Macht, während sich die Bürger an Karl Spitzwegs harmlosen Gemälden erfreuten. Die Monarchen hatten aus der Revolution gelernt. Sie wehrten schon den Anfängen liberaler Gesinnung. Da gab es diese neumodischen Kindergärten, in denen Pädagogen von freier Entwicklung sprachen. Sie wurden verboten. Die Kirchen dagegen erzogen zu Gehorsam und Bescheidenheit. Sie wurden unterstützt. Über alle Staaten zog sich das Netz der politischen Polizei. Man überwachte, bespitzelte und sperrte ein. Verfassungen wurden im konservativen Sinn korrigiert. Die Bürger lebten in Polizeistaaten, ohne Presse-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Sumpfluft, überschrieb Nietzsche diese Zeit nach der Revolution. Und Heinrich Heine spottete: Gelegt hat sich der starke Wind und stille ist's daheime. Germania, das große Kind, erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume. Wir treiben jetzt Familienglück. Was höher lockt, das ist von übel. Die Friedensschwalbe kehrt zurück, die einst genistet in des Hauses Giebel. Gemütlich ruhen Wald und Fluss von sanftem Mondlicht übergossen. Nur manchmal knallt's. Ist das ein Schuss? Es ist vielleicht ein Freund, den man erschossen.